Ich glaube, das sollten wir uns nicht in den Weg stellen. Nein. So. Ich gehe mal auf diese Leiche oder die Überreste zu. Und mit der Stiefelspitze probiere ich mal, diese Kapuze zurückzuschlagen, wenn es geht. Ja, also das Leder ist von der Säure auch sehr angegriffen. Du kannst erkennen, dass er vertrocknet ist. Die Haut, wenn sie denn noch da war, ist zumindest schon leicht angewest. Und jetzt mit den vertrockneten Stellen kannst du sehen, wie da die Hautläppchen abbröckeln, wenn du dann so ein bisschen das Leder zur Seite schiebst. Teilweise auch an das Leder angeklebt noch irgendwie. Und das Ding ist einfach hoffnungslos tot, zerdrückt. Die Knochen waren noch ziemlich gut erhalten, aber ja. War wohl ein Mann. Ich folge dem Söldner, lege ihm dann Hand auf die Schulter. Aristo, ich denke nicht, dass du dort etwas Wertvolles herausbekommst. Ich wollte bloß über meine Theorie überprüfen. Ich vermutete Untote, aber. Mein Gott. Was geht hier vor? Wir sollten... Ich boxe ihm so leicht in die Seite. Ah, verzeiht. Guck mich um, sehe ich Ofen? Was meinst du, man siehst hier irgendwas? Ein fliegendes Auge? Aus dem Augenwinkel hattest du kurz das Gefühl, aber als du hinsiehst, stellst du fest, dass da wohl doch nichts war und du dich nur getäuscht hast. Deine alten Gewohnheiten solltest du dir wirklich endlich ablegen. Also wirklich. Ja, das ist nicht mehr möglich. Wir sollten von dir verschwinden. Schauen wir nach, was Hiro den macht. Und stappe zur Eingangstür. Ja, dort drin kannst du sehen, wie Jerodin auf der Lounge sitzt, zusammen immer noch mit Belshi Rasha, die wohl immer noch in ein Gespräch vertieft. Belshi Rasha hat da wohl eine Liste hervorgeholt. Also gut, dann haben wir jetzt den Streitwagen, ein Messer, eine Turnierlanze, einen, ja, wie viele brauchtet ihr? Eine Quadriga, dann sind das 3 Pferde, oder? Nun, 4 werden für gewöhnlich vorgespannt. Ich dachte, ihr hättet noch ein Pferd. Ja, aber gut. Ich fürchte, dass das wohl kaum zum Anspannen von einem Wagen ausgebildet ist. Gut, dann werde ich euch ein 4. Pferd mitgeben, allesamt weiß. Ihr werdet euch ausrufen lassen als Jerodin von Dunkelstein aus dem Hause Pavi. Sehr wohl. Und nun, das Schwert werden wir, glaube ich, auch noch einmal drüber schauen. Aber habt ihr sonst noch Wünsche? Einige Kleinigkeiten. Zum einen wäre es, so wie ich meine Talente kenne, vielleicht besser, einige mehrere Lanzen dabei zu haben. Selbst wenn eure natürlich, wie ich erwarte, von der hervorragendsten Qualität sind, brechen sie ja doch ganz gern einmal. Zum Zweiten... Davon kann ausgegangen werden. Zum Zweiten wäre es natürlich angemessen, eine standesgemäße Unterbringung bekommen zu können. Selbstverständlich. Ich wollte nicht, dass euer Streiter in irgendeinem Landgasthof wohnen muss. Geld spielt aktuell keine Rolle. Bleibt doch einfach im Land, hier, im Hotel Schwarz und Rot. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch das Zimmer bei mir mitbeziehen. Platz genug ist dort. Das ist wohl zur Vorbereitung auf das Turnier besser, ein eigenes Zimmer beziehen zu können. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Ich wollte es euch nur angeboten haben. Gut, ich denke, damit ist dann alles soweit besprochen. Das ist es. Wie gesagt, wenn ihr während des Turniers etwas Heilung bedürft, dann wendet euch gerne an mich. Ich kann euch weitere Gläschen Teriyak zur Verfügung stellen. Das ist doch ganz famos, oder? Das ist in der Tat ganz hervorragend. Ich hatte schon befürchtet, auf, sagen wir, schnelle Heilung in der Stadt verzichten zu müssen. Mit dem Flüssigkeitsverbot und allem. Naja, es ist ein Wasserverbot, kein generelles Flüssigkeitsverbot. Aber Teriyak wird gerade zu diesen Zeiten sehr stark importiert. Die Fähigkeiten von diesem Gut, was nur uns bei uns oben in Pavi oder in der Grimfrostwüste gefördert werden kann, ist doch erstaunlich. Und deswegen wird das gut bezahlt. Auch die Warunker und vor allem Rassasor sind sehr darauf versessen. Was haben die Toten denn für Verwendung für lebensspendende Flüssigkeiten? Das scheint mir ein wenig seltsam, nicht wahr? Nun, wenn man sich mit der Magie und der Matrix von Teriyak auseinandergesetzt hat, dann ist es gar nicht mehr so erstaunlich.
Ihr müsst wissen, dass Teriak die Lebensessenz von Sumu ist, die direkt aus ihrem Leib gepumpt wird. Ihr trinkt also göttliche Flüssigkeit. Direkt von ihr zur Verfügung gestellt auf freiwilliger Basis. Ich setze mal dieses Glas wieder ab. Ja, es ist ein Kristallglas, dunkel, schwarz. Mir ist aufgefallen, dass die Flüssigkeit selber gar nicht schwarz war, sondern grünlich geschimmert hat. Aber die Gläser, die benutzt werden, Kristallglas, führen eben dazu, dass es dann eben so schwarz-schimmrig ist. Und es ist immer sehr kalt, wie es serviert wird. Und naja gut, sie hat dich auch schon darauf hingewiesen, dass es sich dabei um einen Wein handelt, was du zuerst dachtest. Während du siehst, hast du das Glas abgestellt, kannst du sehen, wie da wohl ziemlich verloren Aldericio und Aminella ausstehen. Ich runzel ein wenig verärgert, die Augenbrauen. Dame, wenn ihr mich doch einen Moment lang entschuldigen könnt. Selbstverständlich. Ich habe auch gesehen, dass, als ich gerade in Toten gegangen bin, dass mein guter Freund Alodith Mangrace auch gerade eingetroffen ist. Dann werde ich mich gleich einmal zu ihm bequemen. Umso besser. Falls noch weitere Besprechungen anliegen sollten, wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Sehr wohl. Gehe ich mal zu den beiden hinüber. Aricio, Menelaus. Wir sollten verschwinden, schnell. Herr von Dunkelstein, wir haben schlechte Nachrichten für euch. Wie schlecht? Sehr schlecht. Gab einen Toten. Was? Wer? Warum? Wann? Ich lehne mich ein wenig vor und spreche ein wenig leiser. Euer Pferd wurde von einem Oger gefressen. Balle beide Hände zu Fäusten, dass man glaubt, mir springen gleich die Knöchel aus den Gelenken. Sag das noch einmal. Euer Pferd wurde soeben von einem Oger gefressen. Aricio, ich habe nicht die Zeit für schlechte Witze. Mein Name ist nicht Aricio. Ich meinte auch nicht euch. Es ist wahr. Diese drei Oger, ihr erinnert euch von der Gaststätte. Nein, ich erinnere mich nicht. Nun gut, nichtsdestotrotz, diese drei Oger, beziehungsweise ein Oger davon, fraß euer Pferd. Allerdings wurde uns sofort eine Entschädigung angeboten. Eine Entschädigung? Ihr könnt es nicht entschädigen! Es ist... Wo sind meine Sachen? Beim Pferd? Die liegen da also noch. Ja. Ich stürme an den beiden vorbei und rempel sie noch mit der Schulter aus dem Weg. Ich stürme dann aus dem Portal der Schwarz und Rot hinaus, über den Platz und renne erstmal auf, nach kurzem Umblicken, die Yoga-Höhle zu. Ja, du siehst wieder drei Oger. Mittlerweile sitzen sie alle auf dem Boden und schmatzen. Sie halten sich ihre dicken, fettgefressenen Bäuche. Oh, sie sind so widerlich. Du hast damals in Weißtobrien, beziehungsweise bei der Ritterabschlussprüfung, hast schon Oger gesehen. Eine Landplage, einfach nur eine Landplage. Und einem von ihnen hängt sogar gerade noch ein Stück vom alten Wappenrock raus, den du in deinen Rucksack getan hast. Ein Stück von Schnattermund hängt da raus. Oh. Ich ziehe über den Platz, renne mein Schwert und brülle schon mal zu den Ogern. Hey, ihr drei! Sitzen da. Tu nichts. Wer von euch drei saudummen, hässlichen Viechern hat mein Pferd gefressen? Ich komme dann so 2-3 Meter vor denen erstmal zum Stehen, wundere mich, ob die mich nicht verstehen wollen und ob sie einfach noch dümmer sind als normale Oger. Und schaue mich nochmal im Rest meiner Sachen um. Liegen die hier verteilt? Haben die gefressen? Ja, also du siehst auch nur diese blutspritzende Wolke. Kannst du noch sehen, da ist zumindest der Abdruck noch von deinem Rucksack. Aber von dem Rucksack selber siehst du nichts. War wohl auch an die Satteltasche dran gebunden. Und wenn diese Mistviecher sich da jetzt den ganzen Rucksack mitsamt Pferd reingestopft haben, geteilt durch drei, dann wird wohl in jedem der drei Bäuche noch etwas von deinen Inhaltssachen zu finden sein.
Dann muss ich sie wohl aus ihnen herausschneiden. Riccio, wenn ihr mir zur Hand gehen möchtet. Der Besitzer dieser Taverne bot euch einen Ersatz an. Und der heißt wie? Grollmix. Grollmix. Ein dummer Name, aber na gut. Ihr beide, passt auf, dass die nicht noch mehr von meinen Sachen fressen. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Denkt euch was aus. Dann drehe ich mich um und schreit in die Taverne. Ja, die Schenke ist voll mit Söldnern. Unglaublich viele Leute, auch ein paar dürftige Abenteurer, die in den Ecken sitzen, haben sich da irgendwie in den Schatten zurückgezogen, rauchen eine Pfeife und es ist brechend voll. Du kannst sehen, wie da wohl gerade ein Grolm hinter so einem Tresen steht, hat sich da wohl wahrscheinlich, so klein wie er ist, auf irgendeinen Schemel gestellt, dass er da irgendwie arbeiten kann. Auch ein paar andere Leute, die da stehen, gerade Gläser putzen, auswaschen, reinspucken, nochmal mit dem Lappen reingehen. Und dann die Leute bedienen. Sind auch ein paar andere merkwürdige Kreaturen dabei, also nicht nur Grolme, du kannst auch Halbelfen, Halboger erkennen. Du hast auch kurz das Gefühl, dass du das Wappen von Alanfa erkennen kannst. Ein Acharz, der hier ist. Es ist ein unglaubliches Kuddelmuddel in dieser Taverne. Es ist brutal voll. Ich rufe einfach so laut ich kann. Grolmix! Ja, Herr Dunkel. Euer Haustier hat mein Pferd verspeist. Ja, zweimal hüpfen. Hinter der Schenke kommt dann einer der Grolme, dir entgegengerannt, wischt sich nochmal schnell seine nassen Hände ab. Ja, ich hab's doch gehört. Ich hab doch mit euren Begleitern gesprochen. Ich hätte sie füttern müssen. Es tut mir leid. Ich kann euch das Tier ersetzen. Es ist doch nur ein Tier gewesen. Ich packe ihn am Kragen und heb ihn hoch. Das war ein allerbestes Streitross aus Tobrescher Zucht. Wisst ihr, wie teuer die sind? Ich kann auf der Tabelle nachgucken, wie teuer die sind. Und meine Ausrüstung auch, Grolmix. Ja, da kann ich eine Verlustrechnung erstellen. Das dauert ein paar Tage. Wie ersetzt ihr mir? Alle 800 Kronen, ist das klar? Das dauert ein paar Tage, aber ich mach das. Ich bin versichert. Sorgt dafür, bevor ich meine Sachen aus den Mägen eurer Ogre herausschneide. Und nein. Das Geld aus eurem. Nein, Ogre sind teuer. Lass ihn dann fallen, so aus meiner Kopfhöhe. Ja, es knackt auch. Du merkst, wie seine beiden Beine links und rechts brechen. Er hat wohl Glasknochen, wie alle von diesen Viechern. Und er geht dann auf die Beine. Das werdet ihr mir bezahlen. Das werdet ihr mir bezahlen. Kriegt dann auf dem Po zurück an die Schenke und versucht sich da dann irgendwie vor dir in Sicherheit zu bringen. Ich bleibe im Rausgehen nochmal stehen. Zwingt mich nicht wiederzukommen. Dann gehe ich raus. Die Söldner hat das komplett nicht interessiert. Wir beide stehen da jetzt gerade vor der Taverne, gucken die Ogre an. Ja, wie sollen wir die jetzt wegkriegen? Nein, ich glaube nicht, dass Kusch funktioniert. Dann Platz. Platz! Setzt euch! Die sitzen doch schon. Ach so. Das steht auf! Sie bleiben einfach sitzen und gucken auf dich. Einer versucht so ein bisschen an deiner Kleidung zu ziehen, kommt aber nicht ganz ran, versucht dann bei Iolaus zu ziehen. Gut, jetzt hat er da deinen Rock. Reißt einmal groß. Ich bin doch nicht nah genug dran, dass er mich packen kann. Ah, okay, hast du Glück gehabt, aber er versucht dich zumindest zu erreichen mit seinen widerlichen, schwitzigen Wurstfingern. Ich geh nochmal so einen Schritt zurück. Gut. Die sind nicht erzogen. Definitiv nicht. Ob es davon irgendwas noch zu retten ist? Ja. Ah, Chirodin. Und? Ah. Was habt ihr erreicht? Er wird bezahlen. Buchstäblich. Die sollten trotzdem verschwinden. Jetzt machen den drei Ogern vorbei. Gebt dem hässlichsten von denen noch einen Klaps. Verschwinden. Ja, er versucht dich so ein bisschen wegzuwedeln wie so eine kleine Fliege. Wenn du dann dich aber unter deinem, unter dem Schlag dann durchtauchst, dann würde er dich nicht erreichen. Soll so passen. Lässt sich das aber. Fand er nicht toll, dass du ihn gehauen hast. Hat er auch nicht toll zu finden. Ist aber noch viel zu voll gefressen mit dem Pferd. Ich flüster in Jerodin so. Wir treffen uns am Blutkrug. Eine Kneipe oder Taverne.
Und den findet ihr. Ohne Starkart. Wir haben die Beschreibung bekommen. Also wir müssen die Hauptstraße folgen, nach Süden und dann... Genau. Das finden wir schon. Währenddessen im Tobrischen Hof. Ihr habt euer Zimmer bezogen. Also stehen ja für so eine Taverne noch relativ normale Betten, auch wenn das alles ein bisschen merkwürdige Winkel aufweist. Ihr wisst nicht genau, ob die vier Winkel hat oder ob das ein fünfwinkliges Zimmer ist. Habt auch ein bisschen Kopfschmerzen, wenn ihr euch hier so ein bisschen versucht zu orientieren, um zu gucken. Zumindest gibt es eine Tür mit einem Schloss dran und wieder ein kleines Fenster, durch das man nicht durchsteigen kann, aber aus dem fünften Stock ist das sowieso keine gute Idee. Und habt euch dann die Sachen, konntet ihr schon da hinlegen, die ihr dann dabei hattet, den Esel, wie gesagt, unten angebunden, hattet ihr vorher schon gemacht. Und während ihr euch so ein bisschen orientiert habt, habt auch so einen kleinen Tisch, an dem ihr dann sitzen könnt mit vier Leuten, geht dann auch die Tür auf und ein kleines Wesen, merkwürdig daimonoid und chaotisch sieht es aus, steht in der Tür mit vier Armen und auf jedem ein Tablett, das es dann vor euch hinstellt. Hüpft dann einmal an diesem Tisch hoch und stellt dann jeweils die Tabletts da ab. Ohne irgendwas zu sagen, ihr wisst nicht genau, ob das überhaupt sagen kann, reden kann, geht es dann wieder nach unten und macht auch die Tür wieder zu, sodass ihr dann alleine seid. Auf dem Tablett stehen ein Krug mit Krug aus Holz mit einer schwarzen, ödigen Flüssigkeit darin und eine Holzschüssel mit schwarzem Getreide darin. Ebenso leicht schimmrig. Es ist keine richtige Suppe, es ist so ein Brei. Schwarzer, öliger Brei, ein paar Gerstenkörner könnt ihr dann noch erkennen. Das ist also das, was man hier als Flüssigkeit bezeichnet. Schaut stärker dann. Stärker, ich vermisse das gute Essen aus Mendena. Ich auch. Das können wir uns probieren, wenn wir uns irgendwie daran gewöhnen. Ansonsten, wenn wir nicht gut genug sind, dann können wir beim Turnier nicht gut mitmachen. Was wart ihr eigentlich? Ich wollte mich als Bogenschütze eintragen. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich wollte mich generell erstmal über das Turnier informieren, bevor ich mich für irgendwas anmelde. Na, ist vielleicht die beste Methode, ja. Also, Mann, was machen wir denn jetzt? Nehmen wir auch am Turnier teil. Wir müssen auf jeden Fall erstmal mehr Informationen rausfinden. Ich habe keine Ahnung, wie hier ein Turnier stattfindet. Hat da schon irgendwer was rausgefunden? Also, Jarlan hat, glaube ich, alle Disziplinen herausgefunden, aber bei den meisten werde ich wohl nicht mitmachen können. Warum denn nicht? Wir sind doch mindestens genauso gut wie Jarlan. Wir sind Drachentöter. Wir sind aber nicht so dumm wie Jarlan, das ist der Unterschied. Nee, deswegen. Wir sind nicht so dumm, deswegen können wir es genauso gut wie er. Noch besser. Nein, der macht dumme Sachen und wir machen keine dummen Sachen, weil wenn man sich bei allen Disziplinen anmeldet und überall mitkämpfen muss, dann wird man ganz hart draufgehen. Na gut, ich weiß nicht mal, was Brot ist, deswegen. Also ich habe auch noch nie in meinem Leben ein Messer geworfen, ich will mich ja nicht blamieren. Ich fand interessant, dass Jerudin vor dem Tor gehört hat, wie andere Leute sich aufgeregt hat. Habe ich nur noch gehört, dass er irgendwas sagte, von wegen, das ist doch kein Perwaldschen Regeln. Aber ich weiß nicht genau, worum es ging. Perwaldsche Regeln. Das ist eine Turnierordnung. Da gab es mal irgendwann mal einen Kaiser, der hieß Kaiser Perwald und der fand normale Turniere zu langweilig. Und dann hat er gesagt, dass alle Leute mit echten Waffen kämpfen sollen. Also würde wahrscheinlich einfach bedeuten, dass das Turnier ein wenig gefährlicher ist. Ja, wir sollten es mal schlau machen. Vielleicht hat er auch nur irgendwas aufgeschnappt von den anderen, ich weiß es nicht. Das kann sein. Aber jetzt ist ja sowieso erstmal die Ruhephase. Das heißt, jetzt können wir erstmal gar nichts mehr machen. Wir sollten auch auf jeden Fall schlafen. Auch wenn das hier nicht nachts ist, aber ich glaube, nachts wird es hier nur gefährlicher. Ja. Übernimmt die Mitte von dem Schleim, klatscht sich davon ein bisschen was einfach auf seine schwarzen Körner, vermischt das Ganze miteinander und wird das Ganze dann mit einem Löffel versuchen, mal runterzuwürgen. Starkert schaut sich das Ganze einfach nur widerlich an, angewidert an und versucht das dann auch irgendwie zu essen. Und wie schmeckt das? Ich schieb mir mal meinen Körnerbrei von links nach rechts. Probier es einfach, kann man mit Wort nicht beschreiben. Danke. Macht sich zumindest ziemlich schnell dann auch, wenn ihr Löffel für Löffel herunter schluckt. Es sättigt ziemlich schnell, könnt ihr feststellen, aber es hat auch einen echt widerlich ödigen Beigeschmack.
Gesund kann das nicht sein. Sei doch ja, ganz sicher, dass das nicht gesund ist. Mark hat versucht, immer wieder den Würgereflex zu unterdrücken. Und versucht immer ein bisschen mit diesem öligen Becher nachzuspülen, aber es ist genauso widerlich. Fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt nach Maraskan, aber da war es einfach nur scharf. Hier ist es einmal widerlich ölig und. Ich freue mich. Das war einfach wenigstens lustig. Ich freue mich schon, wenn wir wieder in Bendela sind. Ja. Viel schlimmer kann es nicht werden, das ist wohl richtig. Also, ich würde sagen, dann legen wir uns jetzt hin. Oder warten wir noch auf die anderen? Ich leg mich auf jeden Fall hin. Wer weiß, ob die anderen, was die anderen machen. Ich habe keine Ahnung. Wir haben den anderen beiden noch gesagt, wo wir sind und wir ihren Scheiß selber machen. Ja, aber ja. In unserem Zimmer ist da sowieso nicht Platz genug für die. Ich meine, das sind jetzt auch nochmal drei Leute. Wir sind jetzt zu sieben. Und unser Zimmer ist für vier. Dann müssen sie sich ein anderes vier Zimmer nehmen. Hier, pack mal jemand mit an. Dann ziehen wir zwei Betten vor die Tür. Das ist eine gute Idee. Das klingt vernünftig, ob das hier hilft. Dann müssen wir zwar die Betten zur Seite schieben, wenn wir raus wollen, aber durch diese Schießscharten kommen wir hier sowieso nicht raus. Das heißt, die Tür ist der einzige Weg und ja. Dann kommt ja auch keiner rein. Wir können auch den Schrank vor die Tür rücken. Lass das Bett vor die Tür rücken, dann kriegen wir mit, wenn jemand versucht, auch noch die Tür aufzumachen, weil wir selber da im Bett liegen. Okay, mach also. Was sind das eigentlich für Betten? Normale Betten. So ein bisschen. Ja, mit Stroh, aber Stroh ist auch schwarz gefärbt, also das ist dann wahrscheinlich irgendwie die Überbleibsel noch getrocknet von diesem Schwarzkorn, was du eben gerade noch gegessen hast, und darauf darf sich dann auch betten. Ich würde mich tatsächlich auf meinem Schlafsack betten, und zwar, ja, einfach weil, keine Ahnung, sieht gesünder aus. Ja, also das Positive daran ist, du siehst den Schimmel zumindest nicht, also der Stroh schimmelt ja normalerweise ziemlich schnell, und ja. Gut, wenn du dich dann in deinen Schlafsack legst, den du ja zum Glück noch hast. Oh, ich lebe mich auf gar keinen Fall in meinen Schlafsack. Nur auf. Dafür ist es viel zu warm. Ja, ja klar. Ja, wenn ich das sehe, dann werde ich auch, wenn das Bett vor der Tür steht, auch meinen Schlafsack hinter dem Bett aufbauen und mich auch auf meinen Schlafsack drauflegen. Hm. Ihr könnt an dem Fenster vorbei noch irgendwie knarschende Geräusche hören und splitternde Steine. Und dann seht ihr, wie ein Schatten sich über das Fenster legt und. Irgendwas Schweres wird wohl gerade an euch vorbeigeschoben und das, ihr seid im fünften Stock. Wahrscheinlich ein anderes Haus, was irgendwie neben euch stand. Ja, bin ich jetzt dunkel. Oder es ist genau das Gegenteil, dass es hell ist. Nee, es ist dunkel. Also das Fenster ist jetzt aktuell noch verdeckt, es knarscht und quietscht noch ein bisschen weiter. Steine splittern und nach ungefähr einer Minute ist es dann auch wieder hell. Nur weil man sieht Licht von draußen langsam genau, einkommen. Genau, richtig. Also das Gebäude oder was auch immer es war, ist zumindest wieder dran vorbei. Laufende Gebäude, ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen will. Na egal. Ich hoffe, das müssen wir nicht. Ja. Und so wird immer sich erstmal ein bisschen zusammenrollen, versuchen ein wenig zu schlafen. Wenn Schlafen nicht geht, dann zumindest körperlich ein wenig ausruhen. Im Liegen. Ja. Wir schreiben Ruhestunde und immer noch stehen Riccio Amenelaos und Jerodin von Dunkelstein vor der Ogerhöhle. Die Fackeln brennen langsam herunter, sodass ihr wisst, lange habt ihr nicht mehr. Zumindest die Lampe von Jerodin, die er in seiner Hand dann hat, die funktioniert noch. Da kann man immer noch Öl nachschieben, aber Fackeln sind langsam aus. Ich werde jetzt nicht mit euch, verzeiht, nicht mit euch durch die halbe Stadt laufen, in der Hoffnung, dass die bestimmt vielleicht den Weg zu dieser Kneipe finden werden. Habt ihr eine andere Unterkunft gefunden? Ja. Im schwarzen Rot? Ja. Ist das nicht ein wenig teuer? Unsere Gönnerin bezahlt die Rechnung. Und können wir ebenfalls bei euch unterkommen? Ihr solltet wohl im Gästequartier schlafen können. Hoffe ich. Ich hoffe so, dass es gibt es. Nun gut. Wo ist der Stall? Ah, dort hinten. Ah, wunderbar. Wie und warum habt ihr mein Pferd hier weggeführt? Es war bis vor... Wie kommst du bis vor, wo sich überhaupt von irgendjemandem irgendwo hinführen lassen? Selbst ich kann in die Hälfte der Zeit ja nicht mal aufsteigen, ohne gebissen zu werden.
Nun, ich muss zugeben, das ist meine Schuld. Ja, so weit war ich. Schaut, seht euch den Esel an. Ich tippe dem Esel mal irgendwie so ein bisschen so an die Wange und wahrscheinlich kommt keine Reaktion, nehme ich an. Genau. Alle Tiere waren so komplett apathisch und weggetreten. Da wir uns entschlossen haben aufzubrechen, nun, wir wollten euer Pferd ungern einfach mitten hier auf dem Marktplatz rumstehen lassen. Und da dachtet ihr, im Magen eines Ogres ist der bessere Rastplatz. Tatsächlich nicht. Die anderen haben sich alle geweigert, dieses Pferd zu führen, aus Angst. Ich drehe mich um und gehe weg, bevor ich hier noch jemanden erwürge. Es war doch nur gut gemeint. Lasst gut sein. Kommt, sonst lasse ich euch hier stehen. Ja, ich folge ihm. Ja. Möchtest du in Schwarz und Rot reingehen? In die Rezeption? Und der Hausdienerin? Hm? Hübsche Halbelfe, die vor dir steht. Guten Abend. Shirasha, die Giftige, hat ein Zimmer auf mich hoffentlich bereits buchen lassen. Nerodin von Dunkelstein. Das hat sie mir erzählt, ja. Aus dem Hause Pavi. Ihr könnt nach oben gehen. Nehmen wir an, Quartiere für meine Dienerschaft sind vorhanden. Ihr seid die Dienerschaft. Und? Viel Glück. Habt ihr vielleicht etwas... Siebter Stock. Habt ihr auch Zimmer, die unterm etwas preisgünstiger sind? Sie mustert dich, blickt von oben nach unten herab. Tut mir leid, wir sind restlos ausgebucht. Da hättet ihr früher kommen müssen. Habt ihr wenigstens eine Fackel für uns? Sehe ich aus wie ein Krämer. Warum habt ihr denn nur eine Fackel dabei? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, ihr werdet mir keinen Ärger machen, sonst muss ich den Sicherheitsdienst rufen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich kann diese Zeit schlecht einschätzen hier bei dieser ewigen Dunkelheit. Bitte werdet nicht laut. Ich bin doch nicht laut geworden. Ich habe nach der Zeit gefragt. Wir haben bereits Ruhestunde. Ich gebe ihm meine Laterne. Moment, ich muss wissen.